Wer in Hamburg eine Wohnung sucht, muss oft lange warten. Und der allgemeine Mangel an Wohnraum in Hamburg lässt viele Menschen schier verzweifeln. Neubauten müssen her und viele Baugenossenschaften versuchen, der Wohnungsnot durch den Bau neuer Wohnungen entgegenzuwirken. Das klingt löblich, doch bevor es überhaupt zur Umsetzung eines Bauvorhabens kommt, müssen viele Auflagen erfüllt werden. Und gerade wenn es um das Thema Lärmschutz geht, stehen die Anforderungen der Behörden einem Neubau oft im Wege. Dass Paul Rehm nun endlich in seine neue Wohnung ziehen darf, kann der Familienvater noch gar nicht fassen. Lange hat er auf diesen Neubau auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs Barmbek gewartet und freut sich, die Schlüssel seiner neuen Passivhauswohnung endlich in den Händen zu halten. Wir haben zwei Kinder und wir wohnen zurzeit eine kleine 2,5-Zimmer-Wohnung und sind auf dieses Projekt aufmerksam geworden, natürlich durch unsere eigene Genossenschaft, und fanden das gleich von Anfang an ganz klasse. Neubau, Erstbezug, Stadtparknähe. Von daher sind wir hier eingezogen. Der Bau von insgesamt 109 Wohnungen wurde durch die Kooperation der Baugenossenschaften 1904, DHU und Hamburger Wohnen realisiert. Nachteil: die Neubauten liegen in unmittelbarer Nähe zur Güterumgehungsbahn. Und diese Tatsache hat auch die Umsetzung des Projekts erheblich beeinflusst. Das ist ja ein Grundstück, das wir in der zweiten Wohnungsbauoffensive des Senats gekriegt haben, also ein städtisches Grundstück. Und der Bezirk wollte uns keine Baugenehmigung erteilen. Und zwar aufgrund der Nähe zur Bahn, zur Güterumgehungsbahn. Und wir haben gesagt, ist gut, wir wissen, dass es ein bisschen Lärmemissionen geben wird. Wir werden also ein Passivhaus bauen. Und Passivhaus bedeutet geschlossene Fenster, kontrollierte BN-Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Und dann hören sie nichts. Doch der Mensch hat auch ein Recht auf Lärm, so die Argumentation des Bezirks. Und demnach muss gewährleistet sein, dass die Bewohner ihre Fenster ankippen können. Laut Schallschutzanforderung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt darf dann jedoch in Schlaf- und Kinderzimmern ein Geräuschpegel von 30 Dezibel während der Nachtzeit nicht überschritten werden. Das geht technisch nicht. Dann sollten wir hier eine zweite Fassade vorbauen, und zwar eine Glasfassade. Da haben wir gesagt, es ist Idiotie, 100.000 für so eine Glasfassade auszugeben. Man kriegt den Lärm raus. So, nach 3 Jahren kam dann auch die Einsicht, also wir probieren es mal. Und das tat auch Familie Wolfhagen. Auch sie ist erst vor kurzem in den Neubau der Genossenschaften eingezogen, schätzt den Spielplatz im Garten und den Stadtpark vor der Tür. Das ist hier so gut lärmgeschützt, wenn man drin ist, die Fenster zu und man hört überhaupt gar nichts. Und selbst wenn wir hinten auf der Terrasse sitzen und da fährt mal ein Güterzug vorbei, hört man den gar nicht. Man sieht ab und zu in der gegenüberliegenden Fensterfront sich mal einen Zug spiegeln, dann weiß ich, es ist einer vorbeigefahren. Aber hören tue ich ihn tatsächlich gar nicht. 6.000 Wohnungen sollen jährlich in Hamburg gebaut werden, doch auch die Baugrundstücke werden allmählich immer knapper. Die Bahn bedeutet ja auch, dass sie eine Nahverkehrsanbindung haben. Der Stadtpark, dass sie Erholungswerte haben. Und sie können hier zu Fuß mit der Straße zum Einkaufen. Es ist doch eine ideale Stadtlage. Und wenn hier nicht gebaut werden darf, wo wollen wir in Hamburg bauen? Für die Mieter und auch Paul Rehm scheint der durch die Güterumgehungsbahn verursachte Lärm bis jetzt kein Problem darzustellen. Der Bezirk allerdings wird in einem Jahr ein Gutachten verlangen und will so überprüfen, ob die Anwohner gesundheitliche Schäden durch die Lage des Neubaus davongetragen haben.